Hallo und willkommen zurück zu Conglomerate 451. Hier können wir auch sehen, dass wir unsere zwei Leute losgeschickt hatten. Na gut. Wir hatten in der Krankenstation, glaube ich, nichts. Zuletzt hatten wir die beiden, den letzten Boss noch besiegt. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun, außer noch die verbleibenden Tage abzuwarten. 30 Tage fast. Ja, das wird wahrscheinlich nicht besonders spannend werden. Gucken wir mal, was noch an, an Quests, an Spezialmissionen dazu kommt. Und ob wir eine der dieser Typen hier auf 100% bekommen. Ich schreibe mir das gerade nochmal auf. Bienenstock. Die Tiefe. Da sind wir bei 45. Bienenstock bei 55. Und die Spitze bei 50. Ja, das wird aber schon knapp. Also, mal schauen. Ich meine, man kann sich ja ausrechnen, wie viel dann theoretisch da sein müsste. Also es sind halt rund 10 jeweils. Und ja, wir haben noch 30 knapp übrig. Also gehen tut's auf jeden Fall. Aber ja, müssen wir mal schauen. Und ja, hier haben wir jetzt auch nichts mehr Besonderes. Jetzt können wir aussuchen, ob wir von den... hier haben wir zumindest zwei Auswahloptionen. Die Spitze, 50. Ne, wir machen den Bienenstock. Ja, was wir da machen ist Wumpe, sind beide exakt gleich. Also, ja, gehen wir einfach mal das an. Mission starten, auf geht's in die Stadt. Wegen den Werten habe ich mir das noch nicht wieder angesehen. Das werde ich vielleicht zum nächsten Mal machen. It's been a long time since I felt so excited about facing a mission. Ich werde also jetzt hier auch nichts einbauen oder sowas. Ich werde bloß die Sachen verkaufen, die komplett als, also die sowieso nicht gelb oder grün sind. Ja gut, hier ist sowieso nichts. Jo, dann machen wir mal die Gruppe kaputt, da hatte ich doch schon eine gesehen. Könnten wir auch von hinten angreifen. Und da haben wir auch noch eine Gruppe. Versuchen wir auch mal von hinten anzugreifen. Da ist normalerweise nichts. Da ist der das ist der Chipmann. Alles verkaufen. Verkaufen. Hallo? Should I make an epic comment? Really? Can't I limit myself to a more dignified silence? And what's the last one? Can we go now? We have a mission. Wir haben auf einem der Charaktere ein bisschen Schmerz angesammelt. Das sollte vielleicht noch weg. Fortgeschrittene Systeme, zusätzlicher Rang. Das ist der Drohnenmann. Was haben wir hier? Tech. Einfluss. Da weiß ich aber nicht, was das genau ist, Einfluss, ob das die... Das ist eigentlich auch egal. Nehmen wir hier das mit dem meisterte Fähigkeit, das muss ich irgendwann mal bekommen. It doesn't drive me crazy having that guy's hands on me.
Is it really necessary? So. Ja, und da habe ich jetzt auch keine andere Wahl, also werden wir die jetzt einfach mal so umpusten. Der ist vermutlich verdeckt. Ja. Pew. It's time to die. Mhm, Drogenmann. Guten Tag. Finally, some fun. I was starting to get bored. I love the smell of lasers in the morning. Und da ist der Aufzug. Dann hat man hier auch jetzt alles. Und springen in den Aufzug. Ich guck mal gerade. Ich kann mich nämlich noch dran erinnern mit dem Attack Stack, dass ich eine Diskussion gesehen hatte. Ja, Ziel finden und töten. So. Hallo. It almost seems like everyone has it out for us. Maybe we're in the Überfall. Es lebt noch. Bim. Da mal wieder so ein Schutzdrohnen-Ding. Great Scott. Zu weit weg. Oh, das ist eine Menge. Circuits like that aren't easy to extract. I'm almost amazed by your skill. Almost. Das wird nichts. Noch eins. Nur für Techniker, dann halt nicht. War hier keine Kiste? Also. Eine richtige Kiste? Nur die eine, okay. Dann gehen wir wieder. Hallo? Finally, some fun. I was starting to get bored. Wir jetzt erst den angreifen sollen, weil da jetzt auch ein Drang kommt, aber. Nix. Jupp. Wupp. Great Scott.
So, noch eins. Jo. Nehmen wir den zurück. Ja, oh, zu viel ist hier nicht mehr. Dann dürfte das jetzt der letzte Gang sein. Und da haben wir den Boss. Ja, das ging mal schnell. Teleport. Oha. Das ist schon hart. Ja, und das war's. Damit sind wir beim Bienenstock bei 60. Und gebrochener Arm. Ja, ärgerlich. Die müssen wir dann mal heilen. Mission erledigt. Gebrochene Hand, verschwommene Sicht haben die bekommen. Das heißt, die muss ich auch noch heilen. Was hatten wir hier? Die sind. Die anderen Typen sind gestiegen. Befördern. Und du auch. Befördern. Und Krankenstation. Ja. Hatten wir hier irgendwas? Nö. Dann machen wir auch Forschungszentrum. Machen wir einfach das nächste. Einfach nur, um alles zu erforschen. Büro des Direktors, da haben wir nichts. Okay. Wohnquartier, da haben wir jetzt auch eigentlich nichts zu tun. Neue Mission starten. Die sind alle tot. Da haben wir wieder eine Bienenstock-Mission. Dann machen wir die. Wählen hier wieder den hier. Ja, und dann legen wir direkt los. Ja. Stadt. Hallo. Hinterhalt. Go for the ice, boo. Go for the ice. Boop. Go for the ice, boo. Go for the ice. Da waren böse. Let's show them who they're dealing with. In the meantime, der ist treffbar. So don't make too much noise, okay? Der ist zu weit weg. I
love the smell of lasers in the morning. Da ist auch nichts zum Einsammeln. Verletzung, Schock. Rangfortschritt verdoppeln, machen wir das. It's a strange feeling, like a tingling sensation. Mhm. Nun müssen wir noch hin. Andere Seite. Verkaufen. Drogenmann. Fortgeschritten, zusätzlicher Rang. Mhm. Und da kommen wir auch von hier aus rein. Okay. Jawohl. Da haben wir schon mal gar nichts. Nur für Techniker. Da war ja schon mal nicht viel. It almost seems like everyone has it out for us. Maybe wearing these fluorescent suits is attracting a little too much attention. Ins Licht. Ich glaube, der geht nicht auf beide. Ja. Zoom, zoom, zoom. Da brauchen wir zwei Schlüssel für. Interessant. Und da ist der erste Schlüssel. Jo. It's not very valuable, but it could be useful. Das ist der rote. I feel a disturbance in the force. Ja, toll, und hier kriegen wir jetzt den anderen Schlüssel, oder? Ne, Erinnerungschips. Okay. Da müssen wir erst nochmal zurück und uns den gelben Schlüssel holen. Na, wahnsinnig viel ist hier nicht mehr. Da haben wir noch einen Gang. Mhm. Da ist der andere Schlüssel. Nee. Und wieder zurück. Ich glaube, hier nach rechts hin war gar nichts mehr. Ich glaube, das hier aber auch nochmal gerade durch. Ja.
Da oben war noch eins. Na klar, ich muss halt zur Tür, aber wenn hier noch Gegner sind, dann machen wir die auch noch kaputt. It's a trap. Ins Bein. Jo. So, wo ging's da jetzt weiter? Da durchlaufen. Nee, kein Epic Comment, bitte. Piu piu. Eine Kiste. Fortsetzen, dann gucken wir uns hier gerade noch um. Da. Vielen Dank. Und das war's. Zur Agency zurückkehren. Damit sind wir hier bei 65%. Das geht doch. Jo. Schön. Ja. Mhm. Director, ich habe ein paar Leute gefunden, die für unsere Anliegen kämpfen würden. Influencer mit spitzen Zungen, brauchbaren Videobearbeitungsskills und sehr vielen Followern. Sie wären alle bereit, nette Sachen über unsere sehr gute und real existierende Regierung zu sagen, die es definitiv wirklich gibt und die ganz bestimmt nichts Böses will. Gegen eine angemessene Bezahlung, versteht sich. Ne, wir machen mal nein. Krankenstation, da müssen wir mal schauen, ob wir noch wen anders jetzt heilen müssen. Wahrscheinlich eher die andere Seite, wenn einer was doppelt hatte. Ne, nichts. Dann gehen wir mal gerade wieder auf die Forschung. Klontechnologie, Forschen und Cybertechnologie, da können wir auch noch forschen. Das könnte ich theoretisch auch jetzt ausbauen, das mache ich aber noch nicht, so dann, wenn wir das andere noch haben. Ja, mehr ist jetzt hier auch gar nicht zu tun. Dann können wir direkt die nächste Mission starten und gucken, ob wir wieder was in dem Areal haben. Die Tiefe können wir machen. Wir könnten natürlich auch das hier machen, aber wozu irgendwo? Also das, wenn das jetzt hier, wenn ich damit in Gefahr laufe, potenziell was zu verlieren. Die ganzen Sachen, die ich hier bekommen kann, die nutzen mir eigentlich alle nichts mehr. Also mache ich lieber das hier. Da machen wir die wieder raus, Obergefreiter, und setzen den Lieutenant ein. Lieutenant, was auch immer, bestätigen. Und dann machen wir das hier. Da konnten wir halt auch noch was brauchen, dass wir das auch vielleicht noch Richtung fertig bekommen. Ja. Auf geht's. Stadt.
been a long time since I felt so excited about facing a mission. Hashtag good mood. Weil ja total spannend sein wird. Gemeisterte Fähigkeiten, ja. It's a strange feeling. Like a tingling sensation. Oh nein, Gegner! Ein Hinterhalt! It's a trap! Wupp! Fortgeschrittene. Verkaufen. Ah, ich meine, dadurch, dass ich den Kram sowieso nicht mehr brauche. Also die Ressourcen davon. Außer um vielleicht halt neue zu kaufen. Er ist zu weit weg. Great Scott. Können wir da dieses Mal rein? Oha. Ah, okay, hier ist jetzt der Drug Dealer. Aber leider ist hier sonst auch nichts. Okay. Hinterhalt. Go for the ice boom. Go for the- It's time to die. Ja. Und das war's. Dann können wir auch direkt. Oh, ist aber dunkel geworden. Können wir auch direkt in den Aufzug wieder gehen. Hinterhalt. It's a trap. Go for the eyes, Boo. Go for the eyes. Bim, da brauchen wir auch nochmal einen Schlüssel für. Ich komme wieder. Do you hear it too? There it is again. I'm sure of it. It's the sound of a whale. Nix. Wir brauchen auch einen Schlüssel. Aber jetzt können wir wahrscheinlich in die andere Tür rein. Wir müssen alle Gegner töten. Aha. Aber alle hinterhaltet. Machen wir erstmal die weg. Verfehlt. It's time to die. Die war doch auch im Hinterhalt. Wieso ist die denn... Hm.
Und den. Military Handbook for Dummies. Ja, ja, ich will aber nicht hacken. Hacking your opponent's devices could give you an advantage in combat. Jo. Lisa, we kicked its ass. Da ist Schluss. Da ist auch Schluss. Da haben wir noch ein paar Gegner. Finally, some fun. I was starting to get bored. Ich glaube, der kann den nicht. Ah, doch. Naja, aber trotzdem nicht gereicht. Verfehlt. Okay, ja gut, aber das kann man halt nicht mehr weiter ausbauen. Außer, das mit dem Angriff halt noch verbessern. Da muss ich mich halt nochmal mit beschäftigen. Bim. So, wo muss ich hin? Aber keinen roten Schlüssel. Einen blauen Schlüssel. Na gut. Der ist zu weit weg. Hätte ich auch die Schild regenerieren können. Aber ist egal. Es ist so nur noch eine Gruppe und dann ist Schluss. Zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Daneben. Tut. We should bring this SPU back to headquarters. It could be a good find. Ist bestimmt total gut. Dieses graue Ding. So, dann haben wir den letzten Schlüssel. Fehlt. Bup. Er geht nur auf die da hinten. Machen wir die mal weg.
Wupp. Und der letzte. Vorsetzen. Dann haben wir da zwei Kisten. Eins. Zwei. Und dann gucken wir mal. Ja. Drei Stück. Okay, und das war's. Zurück. Bla, dann gucken wir mal, ob das was mit dem extra Ruf-Dings da wird. Nö. Mhm. Wieder nichts Besonderes. Na gut. Krankenstation hatten wir, glaube ich. Na, ich gucke einfach nochmal. Ich meine, aber da wäre nichts gewesen. Ja. Das heißt, wir erforschen wieder irgendeinen Kappes. Das hier ist bestimmt voll gut. Cyber ist noch in Arbeit. Dann machen wir auch direkt die nächste Mission. Neue Mission starten. Also wir sind jetzt mit dem Dingen nochmal eins weiter. Das war die Tiefe. Sind wir jetzt auch bei 50%. Neue Mission. Die Spitze. Die Spitze, die Tiefe. Die Spitze, da hatten wir auch 50. Ja, mach mal das hier. Ich meine, die ganz einfachen brauche ich dann auch nicht machen. Ja. Dann machen wir das, Spitze. Gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen durchrasen, auch wenn ich das hier immer noch mitmache. Ja. Sein Plastik-Buddy. Zip. Mhm. Und Rabum. Verkaufen. So. Das ist der Drogenmann. Hinterhalt. Hm. Dann sind wir sowieso zweimal dran. Go for the eyes, Boo. Go for the eyes. Der Aufzug. Jo. Machen wir den wieder zuerst. Naja, wobei, die kommen sowieso nicht mehr dran. Drüber hinweg angreifen. Das wäre auch sehr interessant. Da haben wir wahrscheinlich den Drohnenmann, ja. Äh.
Ist alles sinnlos. Ja. Ist alles komplett unnütz. Den Schmerz um 25%. Ja, machen wir das einfach. Dann haben wir das am Schluss zumindest komplett eliminiert. So, wo müssen wir hin? Andere Seite. Kaufen. Hallo? Der kommt nicht mehr dran. Drohne lindert den Schmerz. So, das war's. Dann gehen wir in die Mission. The difference between your attack and the enemy defense will establish the damage reduction. Das ist also eine Damage Reduction und keine Trefferchance oder so. Ist also einfach nur prozentualer Schadenswert, der reduziert wird. Should I make an epic comment? Really? Can't I limit myself to a more dignified silence? Okay, this is really embarrassing. Zwei Gruppen. Let's show them who they're dealing with. Überall steht Überfall. I'll try to beat my Tetris record. So don't make too much noise, okay? Gehen wir auf den. Der kommt aber gleich nochmal dran, machen wir den weg. Da kommt der Hund! Blub. In den Kopf. I feel the need to remind you once again. Ja, hacking. Ich will aber nicht hacken. Zu viel Klickerei. Foreign conversation anyway. Keine Gegner da, doch. Is it just me, or did I just see a unicorn? Ja. Schlüssel. Okay.
Machen wir das hier genauso. Vielleicht steht da auch wieder eine Gegnergruppe an derselben Stelle. Ne. Gut. Die ist immer noch zu, oder? Ja. Mhm. Dann gehen wir halt erstmal in eine andere Tür. Pow! Nehmen wir den. Und weg mit dir. 5 Gegner, also 2 Kämpfer. Energy Drink. Keinen Schlüssel bekommen. Das wird dann wohl für die Tür auf der anderen Seite gewesen sein. Oder der. Aha. Dann noch ein bisschen mehr als gedacht. Aber ich meine, können halt nicht mehr Gegner sein. Aber mehr Gruppen, wenn die einzeln sind. Da haben wir noch eine gelbe. Da haben wir eine blaue. Na gut. Und ein rotes. Ist aber gut. So, ja, dann bräuchten wir... Achso, den blauen haben wir jetzt. Dann gehen wir da rein. Da haben wir wieder einen einzelnen. Dann hinterhalten wir den. Aber keinen neuen Schlüssel bekommen. So, dann müssen wir nochmal zurück zu der anderen Tür und den Schlüssel wiederholen. Also die eine Tür müsste jetzt offen sein. Da müsste noch ein Schlüssel sein, der dann hier weiterhilft. Weiter.
Ah, es sind aber die letzten drei Gegner schon, das heißt, da wird nur noch Loot hinter sein. Setzen. No comment. Really? Mhm. Ja. Wo war denn die rote Tür denn? Eingang daneben. Das hat sich ja voll gelohnt. Okay, zurück. Niemand gestiegen. Dann gucken, ob wir eine neue Spezialmission bekommen. Guten Morgen, Director. Ich kontaktiere Sie während des vertraulichen Auftrags. Einer der alten Clans, der Spitzebots, in der Macht kontinuierlich aus. Wir wollen Sie aufhalten, doch bevor wir zur Tat schreiten, müssen wir Informationen sammeln. Denken Sie bitte daran, die Zeit, die Ihnen für diese Mission zur Verfügung steht, ist begrenzt. Immerhin mal wieder was Besonderes. So, Klontechnologie haben wir was erforscht. Dann machen wir direkt das nächste. Wir haben mittlerweile auch 144.000 Deck. Und theoretisch müsste ich wahrscheinlich bei meinen Charakteren das dann so umbauen, dass ich von der Treffsicherheit runtergehe, weil die sowieso viel zu hoch ist. Treffsicherheit 100%. Kritische Trefferchance 100%. Dass man hier stattdessen dann den Basisschaden erhöht und Angriff erhöht. Da müsste man halt mal gucken, wo genau denn diese Werte drin sind. Also hier hätten wir beispielsweise einen Angriffswert, wobei der jetzt auch eher egal ist. Die beiden sind die interessanteren. Dass wir hier vielleicht überall was reinbekommen, was entweder Grundschaden oder das ist auch ziemlich viel Grundschaden oder Angriff hat. Also das hier ist dann beispielsweise sinnlos. Dann tauschen wir das aus. Dann erhöhen wir stattdessen den Angriff. Treffsicherheit, Treffsicherheit, kritische Trefferchance, Schadensbonus gegen Mensch. Ja, das hier ist leider dann nicht besonders sinnvoll. Hier haben wir beispielsweise auch wieder Grundschaden. Treffsicherheit, wenn das quasi nichts nutzt, dann können wir das auch ersetzen. Aber wieso gibt es dann überhaupt diese Treffsicherheit-Dinger, wenn man sowieso eine viel höhere Treffsicherheit hat?
Ja, 100 plus 3, Präzision von Angriffen. Na. Das System macht keinen Sinn. So oder so nicht. Armprothese. Da haben wir Grundschaden plus 10%. Das ist natürlich schon extrem krass. Ja. Das bleibt dabei. Das ist Unsinn. Das ist Unsinn. Das ist gut. Also überall einfach den Grundschaden erhöhen. Das hat nur 5%. Ich guck mal gerade, ob hier irgendwas Gutes bei ist. Ansonsten können wir beim nächsten Mal direkt wieder alle verkaufen, die hier sind. So, Treffsicherheit, Schadensbonus gegen Mensch, ist alles Quatsch. Schild, da müssen wir mal gucken. Widerstand gegen Schwächungseffekte, maximale Gesundheit. Ist auch alles Quatsch. Resistenz gegen Ausbruch der Störung. Kopf haben wir sowieso nicht, kein Implantat drin. Doch, haben wir eins. Was macht das? Ausbruch der Störung 10. Ne, Moment. Widerstand gegen Beginn der Verletzung, Widerstand gegen Schockeffekt. Beginn der Verletzung, Widerstand gegen... Ne, Schadensbonus gegen geschockt. Widerstand gegen Beginn der Verletzung, Widerstand gegen Schockeffekt, ein Treffer des Ziels GP verliert, generiert der Angriff 10% des zugefügten Schadens für seine GP. Ja, machen wir das da rein. So. Schild, da haben wir noch eins, was offen. Ach Quatsch, das ist das Heckdingen. Die hat noch keinen Slick, dann bauen wir den da ein. So, und gucken wir hier nochmal. Treffsicherheit, ja, das ist Unsinn. Schild. Ach, das... Da steht Schild, aber es ist kein Schild. Ja. Verteidigung 7. Widerstand gegen Geschwächungseffekt. Ja. Maximaler Schild des Agents 2%. Ja, das ist halt auch... Da will ich lieber die Verteidigung haben, um den Schaden zu reduzieren. Hier, das ist gut. Verteidigung plus 10%. Mhm. Oh, die sind schon okay. 2% ist halt nix. Dann nehmen wir den. Was haben wir hier noch? Das ist dann... Mumpitz kann weg. Das habe ich mir sogar gekauft, aber naja, hilft ja nichts. Das ist Unsinn. Das brauchen wir auch nicht. Überlegen uns, das hier ist gut. Verteidigung 10. Das würden wir dann irgendwo reinbauen müssen. Also Schild. Gucken wir mal bei dem. Verteidigung, Verteidigung. Maximale Gesundheit, das ist Unsinn. Dann machen wir das hier da rein. Ja. Und dann können wir den Rest auch einfach weghauen. Sich damit dann auseinanderzusetzen, ist zu umständlich. Jo. Es sei denn natürlich, es gibt einigen Sachen in der Waffe nix. Grundschaden. Grundschaden. Na, Grundschaden. 2%. Treffsicherheit, Treffsicherheit, Treffsicherheit. Natürliche Trefferchance. Die sind alle für was anderes. Die sind alle Schild, Bein, Arm. Arm könnten wir halt was mit Grundschaden eventuell. Das ist aber auch überall nicht mit drin. Also können die auch alle weg. Na gut.
Dann hätten wir das. Sind wir jetzt in der Woche 55, 52 angekommen. Noch 53 Wochen. Und wir haben eine Spezialmission wieder fürs nächste Mal. Also, dann schauen wir mal. Und insgesamt sollten wir dann in etwa 10 Teilen spätestens durch sein, denke ich. Gucken wir mal. Also, bis denne.